Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ich bin Theresa und das heutige Video dreht sich um das Verb machen. Denn das Verb machen kann mit sehr vielen Präfixen kombiniert werden und im heutigen Video möchte ich dir ein paar dieser Kombinationen vorstellen. Warten wir gar nicht lange, sondern legen direkt los. Let's go! Verb Nummer 1 ist ausmachen. Und ausmachen hat meistens die Bedeutung von ausschalten. Wir können also zum Beispiel sagen, kannst du bitte das Licht ausmachen? Oder, oh, ich habe gestern vergessen, den Fernseher auszumachen. Ausmachen kann aber in einigen Fällen auch bedeuten, etwas vereinbaren. Also zum Beispiel, wir haben ausgemacht, dass wir uns um 10 Uhr am Bahnhof treffen. Oder, Entschuldigung, heute habe ich keine Zeit, ich habe schon etwas mit Sophia ausgemacht. Also ihr habt schon ein Treffen vereinbart, du hast etwas anderes geplant. Verb Nummer 2 ist anmachen. Und anmachen kann viele verschiedene Bedeutungen haben. Zum einen ist es das Gegenteil von ausmachen, also einschalten. Ich schalte das Licht ein, damit es heller ist. Ich schalte den Fernseher ein, damit wir einen Film sehen können. Anmachen kann in manchen Regionen Deutschlands auch mit Essen kombiniert werden. Zum Beispiel, ich mache den Salat an. Damit beschreibe ich die Zubereitung von Salat, und zwar eine spezielle Zubereitungsform, und zwar das Salatdressing, also die Soße, über den Salat geben und alles vermengen. Das ist auch anmachen. Ich mache den Salat an. Und eine dritte Bedeutung ist in Kombination mit Personen. Jemanden anmachen bedeutet mit jemanden flirten. Deshalb gibt es auch diese Anmachsprüche, die meistens richtig schlecht sind, aber die dazu dienen, um mit einer Person ins Gespräch zu kommen und mit ihr zu flirten. Und du siehst hier schon, dass es sehr wichtig ist, auf den Kontext zu achten. Denn je nach Kontext kann das Verb anmachen eine andere Bedeutung haben und sich sehr unterscheiden. Denn es ist ein großer Unterschied, ob du einen Salat anmachst oder eine Person anmachst. Das nächste Verb ist zumachen. Und zumachen bedeutet etwas schließen oder etwas abdecken. Also zum Beispiel, kannst du bitte das Fenster zumachen? Oder ich habe vergessen, die Tür zum Büro zuzumachen. Das Gegenteil von zumachen ist aufmachen, also etwas öffnen. Zum Beispiel das Fenster aufmachen, eine Tüte Chips aufmachen, eine Tür aufmachen und so weiter. Und das letzte Verb ist abmachen. Abmachen hat auch zwei verschiedene Bedeutungen. Meistens hat es die Bedeutung von etwas vereinbaren, also wie ausmachen. Du erinnerst dich an das erste Verb. Etwas abmachen meint etwas absprechen, etwas vereinbaren. Wieder das Beispiel, wir haben abgemacht, uns um 10 Uhr am Bahnhof zu treffen. Abmachen kann aber auch bedeuten, etwas zu lösen oder etwas zu öffnen. Also zum Beispiel bei einem Glas mit Deckel. Ich mache den Deckel ab, um das Glas zu öffnen. Oder bei einem Pflaster. Du hast dich mit einem Messer geschnitten und hast ein Pflaster um den Finger und du machst das Pflaster ab. Du löst das Pflaster von deiner Haut. Mich würde jetzt interessieren, ob du noch andere Verben mit machen kennst. Wenn ja, dann schreib sie unbedingt unter diesem Video in die Kommentare.
Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann gib ihm gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.